Werter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Pflicht ruft halt, und die nehme ich gerne sehr wahr für unsere Bürger. Und vielen Dank für die Glückwünsche. Als Geschenk kriegt man ja von den Linken 5 Jahre abgelaufenen Schimmelkäse auf die Tagesordnung gelegt. Sie haben 2018 ja das Thema schon mal auf die Tagesordnung gebracht. Die AfD hatte einen super Gesetzentwurf dazu vorgelegt. Den haben Sie offensichtlich nicht gelesen, sonst hätten Sie ja was gelernt. Ich meine, die Linke, wie Linke so das gerne tun, möchte mal wieder was verbieten. Und das ist heute die sachgrundlose Befristung. Und wenn man den Antrag liest, dann ist das eine Machtstrategie der Unternehmer, eine Möglichkeit, ein legales Mittel, Arbeitnehmerrechte auszuhebeln. Der Wind von Karl Marx weht hier wirklich kalt ins Gesicht, meine Damen und Herren. Nur zeigen Sie durch Ihre Argumentation leider, dass Sie eben über sehr viele Vorurteile, aber über sehr wenig betriebswirtschaftliche Verständnis verfügen. Wir sind uns doch einig, werte Kolleginnen und Kollegen, die unbefristete Beschäftigung ist das Optimalziel. Natürlich ist die befristete Beschäftigung nicht das, was wir erreichen wollen, weil es keine Sicherheit für die Arbeitnehmer gibt, weil es natürlich keine Zukunftsplanungen gibt, weil es Probleme gibt beim Aufstieg vom Gehalt und von der Karriere und so weiter und so fort. Da sind wir uns im Klaren. Aber bringt denn die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung irgendeinen Vorteil? Es gibt ja die Befristung mit Sachgrund, die hat eben die technische Voraussetzung, dass ein Sachgrund genannt wird, hat aber eben auch den Nachteil, dass Kettenbefristungen möglich sind. Nach der Gesetzesänderung, die es 2018 gab, bis zu 5 Jahren kann man kettenbefristet sein. Das ist doch das Gegenteil von Sicherheit, was die Sachgrundbefristung gibt. Und dann gibt es die sachgrundlose Befristung. Da ist die Kettenbefristung eben begrenzt auf 24 Monate. Dafür muss eben kein Sachgrund genannt werden. Die sachgrundlose Befristung, die Sie also loswerden wollen, schützt auf der einen Seite den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer profitiert davon, dass eben Kettenbefristungen begrenzt sind und maximal nach 24 Monaten ist Feierabend und es muss ein unbefristeter Vertrag her. Der Arbeitgeber profitiert davon, dass man ihn eben nicht wegen des Sachgrundes vor Gericht verklagen kann. Und genau deswegen ist es eine Win-Win-Situation. Und wir wissen, wenn es auch immer eine Win-Win-Situation gibt, sind die Linken die Ersten, die die abschaffen wollen. Aber schauen wir doch mal, wir sind ja wirklich Europäer, meine Damen und Herren, und deswegen schauen wir doch mal zu unseren Nachbarn nach Westen. Die lieben Franzosen. In Frankreich gibt es keine sachgrundlose Befristung, die ist verboten. Die Sachgründe ganz eng definiert und man muss sogar noch eine 10% Abfindung am Ende des Vertrages zahlen. Während wir in Deutschland 2022 bei den Neueinstellungen bei den 30% befristet hatten, waren es im hochreglementierten Frankreich 82% befristete Neueinstellungen. Und das zeigt uns zweierlei, meine Damen und Herren. Erstens, das Verbot einer sachgrundlosen Befristung bringt uns überhaupt nichts in Bezug auf Neueinstellungen. Und zweitens, der einzige Weg, wie wir unbefristete Beschäftigung erreichen, ist, dass wir die Unternehmen in die wirtschaftliche Lage versetzen, perspektivisch gute Arbeitsverhältnisse anzubieten, unbefristete Arbeitsverhältnisse anzubieten. Dazu müssen wir den Wohlstand mehren, die Steuern senken, die Regulierung senken, diese ganzen Auflagen reduzieren und diese Ampelkoalition tut genau das Gegenteil. Arbeiten Sie mit der AfD und helfen Sie uns dabei, nicht den Mangel zu verwalten, sondern den Wohlstand. Haben Sie herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kleinwächter. Nächster Redner ist der Kollege Pascal Kober, FDP-Fraktion.